What? Ja, okay. Das sagst du halt echt immer in der letzten Sekunde. Ja, ich weiß. Die Aufnahme läuft übrigens schon. Hi. Also, hallo und willkommen zurück bei unserem Let's Play Together Monster Hunter World. Ich bin der Manni, mit mir ist der Shadow und jo. Willkommen beim South Simulator. Alter, wir benutzen das halt hier echt als South Simulator. Und los geht's auf zur Expedition. Ja, das geht schon. Hi. Geht schon. Ich komm voran. Nee, doch nicht. Alter, ich schaff das. Oi. Gib's auf, du schaffst es nicht. Let's go. Verdammt. Aber man schießt halt ab und ist komplett wieder nüchtern. Wenn das in der Realität nur auch so gehen würde. Gut, dann starte ich mal durch zu einer Expedition. Zur Wildturmödnis. Nehmen wir mal das südwestliche Lager, komm. In der Wildturmödnis gibt es auch einen Kuluyaku. Yep. Nicht vergessen ans Notsignal. Ja. Aber neues Gebiet, neues Glück, neue Gegenstände zum Abgreifen. Ja, aber der Barot, man muss sich echt fragen, dass der was sieht mit den kleinen Augen. Aber in der Cutscenes letzte Mal, oder vor 2 Folgen, glaube ich, war es. Ja. Es war echt ein guter Schuss mit der Schleuder. Guter Schuss. Wir sind halt einfach die Elite. Natürlich, hallo. Wir müssen uns zwar unsere Ausrüstung selbst zusammenbosseln, aber... Dualisiert, je nachdem, was für ein Jäger man ist. Kann ja sein, dass sich manche nur auf eine Art versteift haben. Ich schärf dann mal meinen Hammer. Ja, hast du schon das Notsignal abgefeuert? Ja. Gleich als allererstes. Ei, ich sollte vielleicht auch nicht nach Quest suchen. Ja, wäre besser. Ich renn schon mal los. Ei, ich komm hinterher. Mal ein Fischgericht. Ich mache mich da mal schon mal auf die Suche nach einem Barot. Das müsste ein Barot sein. Ich habe eine Fährte vom Kuluyaku aufgenommen. Ich rieche ihn. Oh, und Stufe erhöht, okay. So viel dazu. Und hier ist aus. Nach Schicksal und Tod, nach Wagemut und Abenteuer. Nach einem bald sehr toten Kuluyaku geht's vor allem. Jupp, bin beigetreten. Kannst du wieder schließen. Ich bin hier gerade. Jo, 2 Schläge und der Schnabel vom Kuluyaku ist kurz vorm Brechen. Wait of me. Zerbrochenes Ei. Von Kuluyaku. Aber ja, das habe ich auch gefunden. Sowas hat es im Wald nicht gegeben. Bei ihm ist gefühlt inzwischen alles angebrochen.
Siehst du's? Ei. Ah, komm schon her. Da ist der Stein weg. Oh, wenn der Stock getroffen hätte, wäre es das mit dem Schnabel. Ja. Ein paar Mal habe ich ihn getroffen. Schade. Ah. Ah, aber der Stein ist wieder weg. Der hat einen Stein? Ja, der hat gerade wieder einen Stein. Die Federn sind gebrochen. Oh, und 221 ins Gesicht. Hulu, irgendwo bleib hier liegt Material von ihm. Ah, da. Eine Träne. Ich habe eine Schuppe gekriegt. Siehst du, ich habe ihn zum Heulen gebracht. Sei stolz drauf. Ja. Ich habe den Dodo zum Wein gebracht. Mach das mal nach. Das ist doch kein Dodo mehr, Alter. Bist du groß für ein Dodo, meinst du nicht? Vor allem hat der gerade eben den scheiß Steinding da zum Einsturz gebracht. Was ist es dann deiner Meinung nach? Ein komischer Dino-Verschnitt. Ich schärf doch mal kurz. Mach das. Der liegt jetzt eh gleich. 120 und nochmal 46. Hast du jetzt von einer Seite auf die andere gehievt, oder? Oh. Und dich gleich mit. I'm sorry. Jetzt kommt ein Barrout. Geil. Den fange ich gleich mal an zu. Ups. Soll ich den coolen Jakob verfolgen? Mach das. Weil der hat schon einen Totenkopf. Ich beschäftige währenddessen hier den Barrout. Nee, du gehst drauf. Ich tu mein Bestes. Au. Wir machen dann einfach fliegenden Wechsel, oder? Ich renne dann zur Leiche vom Kuluyaku und... Ich kümmere mich dann um den Barrout. Ich versuche gerade eben seine Rüstung zu brechen. Ah, der coole Frist. Aber erstmal das Ei aus den Händen schlagen. Obwohl sie nicht juckt. Jetzt und tot. Okay. Und dann. Oder warte, ich versuche mal, ob ich ihn zu dir führen kann. Put put. Also ganz wirst du es wahrscheinlich nicht schaffen. Weil ich schneide ihn immer am Arsch ab und bekomme seinen Schnabel. Na komm. Oh, das. Noch Material von ihm. Na, er rennt gerade eh in deine Richtung. 20 nicht ganz. Naja, er rennt zu 8 hoch. Jupp, dann kann ich ihn hier abfangen. Mach das und ich renn zum Kulu. Noch kurz schleifen. Hier sind noch ein paar Spuren, die nehme ich natürlich mit.
Da hinten müsste irgendwo die Leiche vom Kudu liegen. Aha, da ist er ja. Ah, und ein Teil gebrochen vom Barot. Ich sehe es. Wahrscheinlich ja, das Bein, oder? War das schon angebrochen? Nee, ist eine Schlammrüstung. Ah, okay. Weil es gibt die Wasserpest. Ich sehe ihn halt von hier aus, Alter. Das ist schon ein Riesenvieh. Und ich breche ihn halt gerade ein Teil nach dem anderen. Ja. Ich merk's. Oh. Aber ich glaube, das ist sogar ein relativ großes Exemplar. Was ist das? Was ist das hier bei mir? Ein Diablos! Oh, okay, bye Money. Verbindung. Hab's gesehen. Ja, aber das war ein Diablos. Das ist so im Prinzip der Rathalos von dem Gebiet. Ich dachte, das wäre der Rathia. Ich dachte, der Rathia wäre der Rathalos von dem Gebiet. Nee, aber der Diablos ist fast schlimmer. Na toll. Und der ist hier gerade in der Nähe gewesen. Der stand genau da, wo der wo der Barot jetzt steht. Apropos Rathalos, der liegt gleich Barot. Der liegt gerade. Was geht gerade mit dem? Achso. Der schüttelt sich, obwohl er keinen Schlamm mehr hat. Oder nicht mehr viel. Aber ich muss schleifen. Ich gehe gerade schon Richtung orange Schärfe. Ja, und ich muss gerade heilen. Ah, komm schon. Ah, aber du hockst drauf. Ja. Naja, mehr oder weniger, ich war halt mit der Kralle dran. Ja, mit der Kralle, es ist halt nicht direkt Mountain. Vorsicht, der Diablos ist einfach nur unter uns in der Höhle drin. Yep. In seiner Höhle halt. Ja. Mit dem wollen wir uns jetzt nicht anlegen. Aber hier gibt es gerade einen relativ lustigen Spot. Ich weiß nicht, ich mag den Ort hier zum Kämpfen. Okay. Wegen solchen Aktionen. Genau jetzt hat er ab. Ja. Bock guck ich jetzt. Und er jietet sich auch da mal hoch. Bruh. Und wieder drauf. Und was gebrochen. Wie mache ich eigentlich einen Sprungangriff? Einfach von der Klippe. Ah. Und dann Sprungangriff. Du meinst dann Angriff? Ja. Weil gesprungen bin ich dann schon. Aber er liegt gleich wieder. Okay. Lang dürfte er es auch nicht mehr machen. Ne, obwohl der Puls noch halbwegs stabil ist. Das war jetzt nicht großartig. Oh, fuck. Ich kannte gerade 100, aber auf eine gepanzerte Stelle.
hast ihm eindeutig ein Bein gebrochen. Ja, und die Clown. Er ist aber ganz schön. Das ist meistens auch ein Indiz dafür, dass der nicht mehr lange mitmacht. Yep. Wo der jetzt gerade in der Adrenalinphase sogar ist. Ja, das heißt, er ist fast durch. Und tot. Konnten noch einmal in den Schwanz. Das klingt nicht nett. Naja, einmal den Schwanz durchgeschlagen. Ja, aber da würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss für heute mit dieser Folge von Let's Play Monster Hunter World. Bis dann und tschüss. Ei und bye.